Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und am Standort Berlin tut sich eine Menge was in Sachen Digitalisierung. Denkt man immer, aber vielleicht ist es gar nicht so viel. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir mal jemanden ein, der mir das genau erzählen kann, wie weit wir sind beim Stand der Digitalisierung. Denn die Kanzlerin hat gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Nun fragen Sie ja, was denn alles, mein ganzes Leben? Und ich will reden darüber mit Susanne Demel. Herzlich willkommen. Sie sind Geschäftsführerin oder Mitglied der Geschäftsführung bei Bitkom. Ja. Jetzt fragen sich schon die Ersten, was ist denn das, Bitkom? Ja, der Bitkom ist der Bundesverband der Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Das also, ist die Langfassung. Sie müssen alles wissen. Ja, über die Frage Digitalisierung. Wir beschäftigen uns mit den Fragen unserer Branche. Wir sind Branchenverband und genau, die Digitalisierung ist das Thema, das uns am meisten umtreibt. Alles geschieht in Amerika, lese ich immer. Alle großen Innovationen auf diesem Bereich, neue Handys, neue Computer, alles kommt aus Silicon Valley. Haben wir eigentlich nichts mehr? Siemens nicht, Telefunken nicht mehr und Telekom. Ja? Wir haben schon einiges, aber wir haben auch vieles nicht mehr, was wir mal hatten, also gerade im Bereich der Kommunikationstechnik. Herr Zuse hat, glaube ich, so hieß er nicht, den Computer hier in Berlin erfunden. Ja, kann man im Technikmuseum bewundern. Ganz genau. Wo ist es geblieben? Es ist noch vieles da, aber wir müssen uns mächtig ranhalten. Die großen Player, von denen sind viele aus den USA. Andere schlafen auch nicht. Aus Asien kommt auch sehr viel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit der Frage, wie wir weiter ein Player bleiben, der relevant ist. Also wir sind im Moment im weltweiten oder im weltweiten Vergleich. Da gibt es unterschiedliche Studien, die den Erfolg bei der Digitalisierung von verschiedenen Ländern messen. Die machen das anhand verschiedener Faktoren fest, aber sie haben alle eins gemeinsam. Wir liegen mehr oder weniger im Mittelfeld. Und das kann uns eigentlich nicht genügen. Da müssen wir aber noch was tun. Ich verstehe das immer nicht. Wir bauen das beste Auto der Welt oder die besten Autos der Welt, BMW, Mercedes, um nochmal zwei zu nennen. Ja, da sind wir vorne. Ja, früher haben wir den Computer erfunden, wir hatten Siemens, wir waren vorne weg. Von Nokia will ich gar nicht reden, das ist kein deutsches Unternehmen, aber war mal Weltmarktführer, Nummer eins. Jetzt spreche ich im europäischen Maßstab. Was ist denn passiert bei uns, dass wir dieses alles verpennt haben? Ja, die technische Entwicklung, die ist sehr schnell und die wird immer schneller, auch durch die Digitalisierung. Und deswegen darf man sich nicht lange ausruhen auf dem, was man momentan hat. Das und haben wir gemacht. In manchen Teilen haben wir das sicher gemacht, in anderen noch nicht. Bei den Automobilen sind wir nach wie vor gut im Rennen. Aber auch da, wenn man sich anguckt, dass ein Großteil der Wertschöpfung bei den Autos immer mehr aus der Software kommt und dass eben neue Player auch in den Markt drängen, dann sieht man, dass wir uns da schon auch anstrengen müssen. Und die Kompetenzen, die wir in den traditionellen Industrien haben, wie Automobil, wie Maschinenbau, die müssen wir jetzt eben in die digitale Welt übertragen, beziehungsweise uns die zusätzlichen Kompetenzen, die man braucht, um diese Industrien in einer digitalisierten Welt auch konkurrenzfähig zu halten und selbst zu digitalisieren, die müssen wir uns in manchen Teilen eben aneignen noch. Da fällt mir immer auf, dass wenn ich einen Mercedes, BMW oder Opel, ich hoffe, ich könnte jetzt alle Deutschen nennen, aber nur als beispielhaft, sonst kriege ich dann wieder Ärger und sage, warum nennst du nur den einen und nicht den anderen. Wenn ich die Navigationsgeräte angucke und die ganze digitalisierte Automatik, die da drin ist, alles ausländisch. Nichts Deutsches. Ja, nicht alles. Also teilweise gibt es schon, haben auch die Automobilhersteller entwickeln teilweise Systeme schon auch von eigene. Apple, amerikanisch. Teilweise müssen sie einkaufen. Ja, wir haben in bestimmten Bereichen einen Rückstand. Es gibt auch europäische Systeme. Es gibt von der Tochter von Nokia gibt es auch ein Gehört ein aber System. Jetzt zu Windows, auch amerikanisch. Ja, noch ja, nicht. Ja, Sie lächeln, alles. Aber Sie vertreten ja die deutsche digitalisierte Industrie. Genau, und da müssen wir uns eben fragen, was müssen wir tun, dass nicht es immer die amerikanischen Unternehmen sind, die hier Marktzuwächse bekommen, sondern was können wir in Deutschland als deutsche Unternehmen, aber auch als deutsche Politik tun, um hier die Rahmenbedingungen so zu schaffen,
dass wir aus uns selbst heraus auch bei den Schlüsseltechnologien mitmischen und konkurrenzfähig sind auf einem Spitzenniveau wirklich. Der Bitkopf ist ja ein Verband und Verband ist Lobbyist, wenn man so will. Sie sind Juristin, das heißt, Sie wissen genau, wie man mit der Politik verhandeln muss, damit das deutsche Know-how geschützt wird oder gefördert wird. Sehe ich das richtig? Wir, ja, also es ist so, dass wir natürlich die Branche kennen und den Unternehmen zuhören und hören, was die ihrer Meinung nach brauchen, welche Rahmenbedingungen sie brauchen, um innovativ zu sein, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das geben wir natürlich weiter an die Politik. Ob sie es immer hört, ist die andere Frage. Aber wir haben zum Beispiel jetzt ein Papier zur digitalen Souveränität veröffentlicht, in dem wir einige der Forderungen auf den Punkt gebracht haben, die wir für notwendig halten, um die deutsche und die europäische Wirtschaft wirklich zu digitalisieren. Gehen wir das nochmal durch. Ich habe ja hier einen Teil davon liegen. Ja. Ja, das wollen wir natürlich nicht vorlesen. Sonst höre ich lieber von Ihnen. Das hört sich ja so gut an. Digitale Souveränität. Wenn ich aber jetzt bin, spiele ich wieder den kleinen naiven Bürger und sage, ich spüre davon wenig, wenn ich also lese, Apple hat den Auftrag gewonnen für die Computerisierung im deutschen Auto sowieso, ohne dass ich jetzt eine Marke nenne, was wir eben schon gesagt haben. Sie sagen, Nokia macht einen Teil, aber Nokia ist eben auch Windows. Ja, wir sind doch eigentlich gar nicht souverän in dem Bereich. Oder ist das als Forderung an die Politik zu verstehen, dass wir es wieder werden? Genau, das ist die Zielvorstellung. Also unsere digitale Souveränität ist ja zunächst mal ein sehr schwammiger Begriff, auch so ein Schlagwort, was man auch gern in der Politik hört, was teilweise auch gleichgesetzt wird mit Protektionismus. Wir müssen die Einheimische, oder wir müssen uns abschirmen von ausländischen Firmen. Das ist bei uns gar nicht damit gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich, dass wir konkurrenzfähig bleiben, dass wir uns in die Lage versetzen, so auch da, wo wir es vielleicht momentan noch nicht sind, eigenständig und selbstbewusst zu entscheiden, welche Technologien wir einsetzen, dass wir wählen können zwischen Anbietern. Dazu müssen wir aber selber in Schlüsselbereichen der Technologie auch Anbieter haben, Produkte haben. Und Sie nehmen ja die Frage aus dem Mund. Wenn wir die aber nicht haben, können wir ja so viel fordern, wie wir wollen. Ja, da müssen wir gucken, wie wir die bekommen zukünftig. Ja. Also es ist ja nicht so, es gibt bestimmte Bereiche, also es wäre jetzt sicherlich blauäugig darauf zu hoffen, dass wir, dass das nächste Google aus Deutschland, aus dem Nichts erscheint. Sie müssen vielleicht mehr in die Garagen gucken in Deutschland. Ja, wir sind sehr aktiv, was die Start-up-Förderung angeht. Ja. Das ist ein Punkt natürlich, was unseren Start-ups fehlt, sind so ein bisschen die Leuchtturmprojekte, eben diese großen Firmen, die auch als Vorbild dienen können. Aber was wir natürlich tun können, ist, die Rahmenbedingungen zu verbessern, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu machen, dass das Unternehmen wirklich gut forschen und entwickeln können, nicht zu große Hürden haben, auf den Markt zu kommen, keine zu engen rechtlichen Schranken, was die Datenverarbeitung zum Beispiel angeht. Da kann man sicherlich jede Menge noch tun. Ich bin ja angefangen mit dem Wort der Kanzlerin, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das klingt ja erstmal ganz groß. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, und die stimmen ja offenbar nicht, dann nützt auch dieses große Wort der kleinen Kanzlerin nichts. Oder das kleine Wort der großen Kanzlerin. Also alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das ist tatsächlich, wir haben im März eine Umfrage gemacht unter Unternehmen. Fast die Hälfte hat gesagt, wir kriegen Konkurrenz, der Unternehmen aus allen Branchen, die wir befragt haben, wir kriegen Konkurrenz von Internet- oder ITK-Firmen. Ja, jeder Vierte sagt, ja, die früh angefangen haben mit der Digitalisierung, sind uns voraus. Jeder Fünfte sagt, das ist existenzbedrohend für uns. Das heißt, können wir jetzt schlecht den Kopf in den Sand stecken und sagen, aber wir können es nicht so gut, lassen wir es die anderen machen, sondern wir müssen einfach versuchen aufzuholen. Und wir haben natürlich Stärken, was die traditionellen Industrien wie Automobil, wie Maschinenbau betrifft. Wir haben auch Kompetenzen in der IT. Es ist zum Beispiel, wenn man sich die IT-Sicherheit anguckt und andere, ist ja nicht so, dass wir da gar nichts können. Wir haben auch sehr viel starken Mittelstand in dem Bereich. Was wir jetzt schaffen müssen, ist, die traditionellen Industrien wirklich auch zügig
schnell und kompetent zu digitalisieren und dabei unsere Kompetenzen eben auch weiterzuentwickeln. Sie erinnern sich ja auch, und wie viele unserer Zuschauer auch, an große deutsche Namen, Kameraindustrie, Braun, Leica, Leitz, Radio, Löwe, ja, muss gar nicht aufhören, alle weg, auch ja. Leitz. Das heißt, sind wir nicht schon jetzt gerade wieder in der Gefahr zu sagen, wir müssen reagieren, aber wir haben zwar Angst vor der Konkurrenz, was Sie gerade mit eindrucksvollen Zahlen belegt haben, aber ich habe den Eindruck, es passiert nichts. Alle denken, wir sind doch gut genug. Das haben die deutschen Kamerahersteller und die deutschen Phonohersteller auch alle gedacht. Alle verschwunden. Ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen Unternehmen inzwischen diese Erkenntnisse die ist Gefahr. Angekommen. Ja, auch bei der Politik, ich meine, der Satz der Kanzlerin zeigt es. Aber jetzt, das reicht eben noch nicht. Ne? Jetzt muss man auch handeln und da müssen wir an vielen Stellen handeln. Also die Unternehmen müssen eben auf Zack sein und müssen sich informieren und schlau machen, wie sie das hinbekommen, wie sie digitale Technologien einsetzen zu ihrem Vorteil, damit sie nicht auf einmal aufwachen und beispielsweise. Und wie die Politik das verhindern könnte, dafür sorgt unter anderem auch die Arbeit des Verbandes Bitkom. Und ich spreche mit Susanne Demel, der mit Angehörigen der Geschäftsführung von Bitkom. Wir machen eine kleine Pause. Wir sind ja im Privatsender, das wissen Sie, aber wir sind gleich wieder da.